Bergdoktor-Star Andrea Gerhardt: Ich habe in meinem Leben rigoros aufgeräumt. Andrea Gerhardt packt aus. Im Interview spricht sie über gute Vorsätze, persönliches Glück und ihren Freund David Wehle. Mit den guten Vorsätzen an Silvester ist das so eine Sache. Man nimmt sie sich immer wieder vor, und ganz schnell sind sie wieder vergessen. Bei Bergdoktor-Star Andrea Gerhardt, 40, ab 4.1. ZDF, sieht das etwas anders aus. Das neue Blatt traf die sympathische Schauspielerin bei der UNICEF-Benefiz-Talkshow Unterhaltung am Meer in Timmendorfer Strand. Andrea Gerhardt will nicht heiraten. Welche guten Vorsätze haben Sie für 2024? Ich liebe Vorsätze. Und ich mache gerne Listen. Leider kann ich mich selten daran halten. Aber ich versuche, Dinge zu ändern. Zum Beispiel habe ich nach unserer Reise nach Indien und Sri Lanka angefangen zu meditieren. Aber dafür muss für mich nicht Silvester sein. Veränderung ist ein Neuanfang, und den kann man jederzeit machen. Können Sie ein Beispiel nennen für eine radikale Veränderung? Ja, ich habe rigoros aufgeräumt. Menschen, die mir zu negativ waren, habe ich aus meinem Leben geworfen. Das war hart, gerade für jemanden, der so harmoniebedürftig ist wie ich. Es gibt Menschen, die einem viel Energie rauben und wenig zurückgeben. Damit ist jetzt Schluss. Ein gutes Miteinander funktioniert nur durch Austausch. Ich bin auch ein bisschen nachtragend. Wenn mir also jemand blöd kommt, dann vergesse ich das nicht so schnell. Wie kam es zu dieser mutigen persönlichen Entscheidung? Ich habe ein Buch gelesen, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Der wichtigste für mich war: Wer mich ärgert, entscheide immer noch ich selbst. Das war für mich ein Wendepunkt. Sind Sie nun glücklicher? Ich war schon immer durch und durch Optimistin. Für mich ist das Glas immer halb voll. Man muss demütig sein. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, wie glücklich man in diesem Leben sein kann, in einem demokratischen Land, in dem man sich keine Sorgen machen muss, was man morgen essen wird. Auch privat haben Sie mit Ihrem Schauspielkollegen David Wehle das große Los gezogen? Wird es im verflixten siebten Jahr etwa eine Hochzeit geben? Ich bin kein großer Fan vom Heiraten, obwohl ich mir 100%ig sicher bin, dass ich den Rest meines Lebens mit David verbringen möchte. Aber, ich habe schon unzählige Hochzeiten moderiert und seit 2001 einige wirklich krasse Sachen gesehen und erlebt. Aber es gab nichts, wo ich gedacht habe, das ist die perfekte Hochzeit für mich.